Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Blood Bowl Chaos Edition. Natürlich wieder mit unserem orkischen Team Gorka Mokka und dem guten alten Motto Let the grass turn red. Klingt eigentlich fast mehr wie ein Vampir, aber okay. Letztes Mal haben wir gegen die gegen das Chaos Team gespielt. Und 4-1 gewonnen. Jetzt spielen wir gegen die Corn Demons. Mal gucken, ob die so werden wie das letzte Mal. Ich überlege mir gerade, ob ich mir einen neuen Spieler kaufen soll. Was kann ich mir denn noch kaufen? Ich könnte Goblins kaufen und Lineman. Kaufen wir mal Lineman. Warum nicht? Teamwert nach oben treiben, ist immer gut. Feind kurz vorm Match. You can count on the representative of your team in seeing a friendly foul, bribes and a wizard. Start the match. Der hat einen Ork-Kopf in der Hand. Hab ich glaube ich letztes Mal auch schon gesagt, als ich gegen Corn Demons gespielt habe. Aber ich glaube eher, dass ich den Ork-Kopf, den Demon-Kopf in der Hand haben werde. Bei der Wizard macht mir schon ein bisschen Sorgen. Aber hey. So, was haben wir denn? Unschön Corn Demon. Pitfighter, die. Ich glaube, ich habe noch nie Level 3 Pitfighter gesehen. Pitfighter. Der hat hauptsächlich Pitfighter, die Level Up sind. Seine Demons sind kein Level Up. Der hat auch kaum welche, der hat nur die Corn Heralds. Und hat den Bloodthirst und sonst den Pitfighter. So könnte man das natürlich auch spielen. Okay. Aber nun zu meiner Aufstellung. Ich habe jetzt zwei Level mit 5. Lass mal den austauschen. Daran. Ich will die Scrimline gewinnen. So. So. Da kommt in die Mitte. Mitte blau. Der kommt hier rüber. Mitte blau Tackle, Mitte blau Tackle, Strength, Movement Allowance. Ich glaube, den Catcher lasse ich so. Ja, warum nicht? So, passt schon. Mittlerweile sind meine Blitze alle ziemlich stark. Okay. Und da sind jetzt die ganzen anderen Demons. Da Trolling! Wahrscheinlich sind es jetzt ewig viele. Ja, okay, Multiple Block Guard. Might Blow. Ja, jetzt kommen die ganzen anderen starken Level-Up-Demons. Oh, er hat nur zwei Rerolls. Das könnte vielleicht mein bisschen Glück sein. Was sage ich dem Demon? Der ist noch Level 1. Bis jetzt einen Touchdown gemacht. Glaube ich. Der Klaus, ja, der Klaus. Oh Mann, der Demon wird schon anstrengend. Also verbringen wir den da. Und machen dem Wort verprügeln alle Ehre. So. Nummer 1. Sind über den da. So. Nope.
So. Blitzen wir doch mal den Ballträger von den. Ich mag zwei Move in der Lounge. Who could forget the infamous 2472 Quagmire incident when rampant spellcasting caused the entire Bright Crusader Stadium to sink into the earth? Nobody could forget that. People were blinded for miles around the stadium. That reminds me of one of the great events in the night you were fighting. Unique, Captain. Okay. Jetzt muss ich taktisch überlegen. So. There's one that lets his biceps do the talking. Yeah, but from his opponent's point of view, it was a short conversation. Well, that's one with a good reason to go see the apothecary. Yeah, looks like he's gonna need a good one. Yeah. Perfect. Dammit! Fein, liegt jetzt zwei Runden tatsächlich? Nein, liegt nein. Ist er lag zwei Runden. Aber, ja. Yeah. Die beiden hätten noch aufstehen müssen. Genau deswegen. Und da kam die Verletzung. Ja. Von mir aus. Aber ich will nicht Strecke verlieren. Halleluja. Ja, das war jetzt der erste Verletzungswurf, den man wehgetan hat. Gut, richtig wehgetan hat. Der steht auf. Der bewegt sich nicht mehr im Feld. Der bewegt sich dahin, vielleicht kann ich ihn doch mit dem Blocken blitzen, meine ich. Yes! Ich hab sein Demon kaputt gemacht. Aber er hat regeneriert. Das hatte gar nichts für notwendig. Today's insight comes from Jaime Schnippel, coach and owner of the Goblin Lowdown Rats team. In yesterday's Spike magazine, he said that Blood Bowl was like war. No winners, just survivors. Oh, that's deep. About as deep as his team's position. He sent him down for a chat with the Astro Granite. Wrong. Those two, eh, Bob? Yeah, Jim. Something to do with swapped body parts. So. Vielleicht, dass er jetzt diesen großen Korn-Demon hier nicht mehr hat. Nein, Bathurster heißt er, ja. Ist er nicht mehr ganz so gefährlich. Weil er recht wenig Block hat, so ich es gesehen habe. Diese Skills man hat überhaupt nicht so viele Random Skills sind. Und der Block.
komm, passt irgendwo hin und lauf bis Line oder so. So, was warte ich jetzt eigentlich? Was ich mir schade finde, ist jetzt mein Bild zum nächsten Spiel fehlt. Ah, muss sein, ich wollte den Steck nicht verlieren. So. Corruption so widespread that the Referees Guild has set up rules concerning where, when and how one can accept a block. Under an agreement signed last season, the clubs are not allowed to offer less than the going rate. Haben wir eigentlich Trolle nicht Regeneration oder so? Ja, müssen. Ja, das Frenzy 101 ist teilweise gar nicht so schlecht, vor allem wenn sie plus 1 so stark haben. Was der nicht hat. Das Fixgirl hat die gerettet, sonst wäre er K.O. Okay, der hat noch Feuerball gehabt. Oh, oh, Feuerball. Den Throw stelle ich nicht in den Text, sondern mit er meine ich angreifen kann, also blocken kann, aber ich immer noch in der, etwa in der Linie bin, wo geworfen wird. Quasi zum Intercepten. Okay.
some troll blood in them? Could be. Or maybe his opponent shouldn't speak that way about the family. Down and eat the dust. It's good for you. Bin einer von der Pro. Der. Ja. Okay. Wieso nimmt eigentlich mein Blitze besser Ball auf als ein Werfer, der jahrelang damit trainieren müsste? Wahrscheinlich habe ich den schon nicht gekriegt. Was blitzt er denn? Den blitzt er. Haut noch nach außen latschen. Jetzt kommt er sich wieder aufziehen. Dead Friends. Zerschiebt mir meine ganze Linie. Was sind die Friends hier? Tja, im schlimmsten Fall wird der Ball jetzt geworfen. Ach ne, ist ja schon Halbzeit. Gar nicht drauf geachtet. Ja, die sind schon ein bisschen hart unterwegs, als ich die letzten Kondens, gegen die ich gekämpft habe. Es ärgert mich mehr, dass er meinen Blitz erwischt hat. So, wo ist mein Waffen? Catcher. Da ganz links. Okay. That rules. Ouch! That punch knocked his teeth down his throat. Yes, Jim. That's never a nice sight. He's recovered the ball. Sind mit dem Templitz muss und This player has
open the slapping box and gives rather generously. Mehr Dings, mehr Guards in Scrimline. Die werden viel zu leicht verprügelt. Catch. Starspielerpunkt, mein Werfer. Could be an important pass. Go, go, go. Oh. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, jetzt ziemlich gut winzig. Der hat seine komischen Stadtblitzaktion. Gehen wir so auf den Sack. Ich muss die beiden Äußeren wieder auseinanderschieben. Also die, die hier auf der Höhe standen, wieder ganz nach rechts schicken, damit ich die nach hinten kicken kann, damit ich sie zweimal blocken kann. Thank you.
Ich hätte es vielleicht sein lassen sollen. Aber man kann nicht alles wissen. Okay. Warte, bis irgendwie sowas kommt. Das Problem bei den Corn Demons oder allgemein bei den Spielern ist, mit Horns, es bringt halt nur, wenn sie blitzen. Somit kann genau einmal in der Runde der mehr Stärke haben. Das ist natürlich geil, wenn du, wie der hier zum Beispiel, Würfel plus 1 Stärke hast, plötzlich 5 Stärke. Das ist extrem stark. Bisschen auf Tackle, sonst kann es sein, dass reindodgen gar nicht so schlimm ist, aber es rausdodgen. Das rausdodgen nicht so schlimm ist, wie es reindodgen. Go for it, verkackt. Das könnte aber für mich heißen, dass ich noch ein Dings krieg. Eine Touchdown-Möglichkeit. Ja, nochmal eine Touchdown-Möglichkeit wäre gut drin. Eindeutig. Und ich sollte wieder lauter reden. Der müsste jetzt rausdodgen, reindodgen. Das ist ja nicht. Bis jetzt ist noch nichts entschieden. Also, dass ich den Touchdown noch hinkriege. Ja, wobei, es wird schon angenehmer, sage ich gerade. Sage ich mal. Schieb mich. Und geht down. Machen wir einfach mal.
That Rivers. That Rivers. Level up, Black Dog. that hard try. Das war schon ziemlich riskant. Aber ich wusste, dass ich es gewinne, weil ich schon 1-0 geführt habe. Deswegen war es jetzt nicht so schlimm, dass ich das jetzt probiert habe. Und jetzt kriegen die, glaube ich, noch eine Runde. Jetzt. Mehr. Rein Man. Letzter Zug gesetzt, sie können einmal die da vorne alle einmal schlagen. Und dann können sie vielleicht noch einen blitzen oder so. Yesterday I interviewed Ripper Bulgrot, the Troll Super Champion. Interesting. And I can tell you that he's as violent off the pitch as on it. Turn over and this match. Yeah. Ich muss gerne unnötig in Risiken eingehen. Mir fehlt mein Blitzation nächstes Game. Reroll that winning. 80.000 und ein Fanfactor mehr. 30.000 habe ich gezahlt für. What you expect from a team that can't keep the ball? Collective suicide? He was the best player out there. Vorher, nachher. 30.000 zahlen müssen. Und mein Graham ist MVP des Spiels. Ich meine immer noch, dass es einfach random ausgewürfelt wird. Und der ist verletzt. Ich glaube, das erste Spiel, der tatsächlich eine Runde gefehlt hat. Und was kriegt man Black Orc? Guard ist mir jetzt momentan wichtiger. Oh, und das kriegt der. Der kriegt. Safe throw. This player accept expected to throw the ball. Pass made by this player of intercepting the safe throw player may make an unmodified agility roll if this is successful and interception is cancelled out. In addition, if this player fumbles a pass on any roll other than a natural, he manages to keep the ball. Safe roll! Eigentlich hätte ich ihm einen Block geben sollen. Naja, ja. Wäre cool gewesen. Wow, das war's dann für das Match. Das müsste das letzte Player. Genau, jetzt fingen die Playoffs an. Ich darf aus Gruppe 2 gegen die Chaos Dwarfs spielen. Und hier ist Gabe gegen Underworld. Die Underworld sind tatsächlich durchgekommen. Nice. Auf jeden Fall werde ich gegen die Chaos Dwarfs spielen. Danach entweder gegen Underworld Team oder gegen Skaven Team. Ich vermute mal gegen Skaven Team. Oder wir haben. Group 2 hat Skaven 2-0. 2-1. 6-3. Gruppe 1. Die Underworld
0-5 gegen mich. 6-3. Und 4-2. Also so weit sind die gar nicht auf. Die Vampire sind rausgeflogen. Also wir hatten in der zweiten Gruppe waren Vampire dabei. Vampire, Chaos, Scape und Norse. Und wir haben effektiv Vampire und Norse rausgeflogen. Das sind ein paar Touchdowns gefallen, alter Verwalter. Hall of Fame. The Undead Nufflers haben in Defense 4 Touchdowns against the season. Ich hab gleich ein paar mehr kassiert. Ball Possession, Chaos Dwarf, Disney Creators und Skid Razor Claws Game haben 18er Rating Season. Hab ich nicht schon 19er gehabt? Naja. Bester Spieler, Graham mit 16 komplettierten Würfen. 16 Starspielerpunkte allein durch Würfe. 18 Touchdowns, Gablob. Gablob hat auch 14 Catches. 11 Knockdowns vom Battler. Grumhar, Passing Yards 74 Yards. Most violent player ist Ulgrotier Tight mit 12 Casualties. Ah, Octave Cup. Ja, das war's dann auch von dieser Runde von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Blood Bowl Chaos Edition. Auf Wiedersehen.